Folge 259 von Simotrans. Ja, wir waren letztes Mal hier drin und ja, wir sind mit irgendwelchen Linien beschäftigt gewesen. Achso, da war ein Stau, genau. Den haben wir weggemacht. Der war hier unten, der Stau, ne? Der ist ja jetzt behoben, die fahren ja wieder und wir hatten noch gesehen, dass wir 5% Marge haben. Die wahrscheinlich, ja, sind wir schon, und die steigt auch, ne? Und wir haben jetzt hier 70.000 plus und hier haben wir 519. Gut, dann kümmern wir uns mal weiter. Ja, eigentlich müsste man den jetzt verlängern, ne? Der müsste jetzt... Den verfolgen wir jetzt. Und wenn er dann fertig ist, wenn er leer ist, dann machen wir das so, dass der verlängert wird. Fährt er zum Depot. So, zack, zum Depot. Und dann machen wir den voll. Ich finde das total cool, dass wenn er leer ist, die grau sind und wenn er voll ist, die orange sind. Coole Geschichte. So, jetzt hier rein und jetzt müssen wir mal die Waggons auswählen. Jetzt mache ich mal gerade hier nur Öl. Ich glaube, das war ganz unten, oder? Ja. Was haben wir denn hier? 72? Ach, guck mal, die sind sogar... Ja, der fährt schneller, aber dafür kann der mehr. Ich glaube, ich mache das. Ach, jetzt hat er alle weggemacht. Einer war zu viel. Nee, das war falsch. Wie komme ich jetzt an den letzten Zug dran? Da. Einfach starten. Verkaufen. So passt's. Den weg, hat das Depot verlassen. Lass mal schneller laufen. Gucken, wann das Öl holt, ne? Da passt er rein auf jeden Fall. Ja. Weiß gar nicht, ob er da unbedingt anhalten muss. Warum steht er jetzt da mitten im Weg? Ach, weil da noch irgendwo ein Signal steht. Ja, das ist weg. Ist denn ein Auswahlsignal da unten passt? Gut. Das weg. Jetzt muss ich einmal den Fahrplan wieder anpassen. Nee. Jetzt fährt er, jetzt nochmal den Fahrplan und wieder Riedenburg-Ölfeld und jetzt sollte er auch richtig da reinfahren, oder? Wieso ist denn der so kurz mit mal? Ist das denn so richtig? Bestimmt ein Anzeigefehler, oder? Ja. Er ist hinterm Signal und er fährt jetzt wieder vor. So, jetzt hat er natürlich 1341 Kubikmeter Öl da. Die Frage, wann er weiterfährt, ne? Okay, der ist hier am Produzieren. 1361.
Jetzt ist gerade weg. Ja, okay, der lädt die ganze Zeit. Dann passt das ja schon mal. Okay, da kriegen wir auf jeden Fall auch ein Plus. Das soll schon mal gut sein. So, was mit ihm hier? Das ist Güterzug Sandgrube. Der wartet hier auf volle Ladung. Die Sandgrube hat genug Sand, aber es gibt wahrscheinlich keinen Abnehmer. Achso, da müssen wir hier reingehen. Betonwerk ist hier. Wird per Fahrzeug beladen und das, ach so, das ist mit Schiff dann sogar noch dazwischen. Und Zementwerk ist hier, das fährt aber der Zug direkt an, oder wie? Sehe ich das? Ja, wahrscheinlich. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, lassen wir den erstmal die Tonnen wegbringen, oder? Fahren wir gerade zum Zementwerk Floto. Machen wir schneller. Okay, das ist hier hinten. Jetzt ist er leer und jetzt wird er zum Depot. Jetzt fährt er über die halbe Karte. Aber passt schon. So, da gehen wir rein. Waggons. Sand. Ist da. 68 Tonnen, 57 Tonnen. Okay. So, Haltlänge 15 brauchen wir. Ich glaube, ne, einer ging nicht mehr. Gut, und dann können wir ihn wieder starten. Und dann sind wir los. Dann fällt der lange Sandzug zum Baggersee. Da ist er ja schon. Gut. Der ist auch erledigt. Hier sieht's schon mal gut aus, oder? Ein Gleis ist frei. Was macht er hier? Getreide, Hagelechsen, Döbeln. Macht er was mit Getreide, ist die Frage. Nö, der fährt auch leer durch die Gegend. Ist also auch nicht praktikabel. So, das ist hier. Oh, da holt er sowieso nur Getreide ab, ne? Und der müsste da ja dann stehen bleiben eigentlich, oder? Und das bringt er ja nach da. LKW mit Lebensmittel steckt fest, ne? Dann lassen wir den mal machen hier. Den können wir gleich nochmal machen. Erstmal hier gucken. Okay, hier sehe ich schon, dass da das entscheidende Schild fehlt. Dass der Weg frei wird. Und da müssen wir ein Schild hinstellen. So. Das kann zu. Dann müssen wir ihn gerade wegfahren lassen. Und der wird wahrscheinlich das gleiche Problem haben, ne? Ja, der steht dann auch Schlange. Mach das mal so. Dann wieder dahin. Und bei dem das gleiche in grün. Auch da wieder hin. So, jetzt muss er 27 Paletten laden. Hat er auch, super, fährt dann weiter. Ach, er macht hier die Milch bei der Bushaltestelle. Geht auch, sehr interessant. Ja, so Milchkannen stehen überall am Straßenrand. Gut. Ja, dann geht's doch, oder? Dann läuft's hier wieder. So. Dann sind wir wieder bei ihm hier. Der macht jetzt nichts, ne?
So, jetzt schick den mal zum Depot. Weil wenn der landwirtschaftliche Güter so, holen soll, dann kann er erstmal da auch 15er länger haben und dann muss er aber auch irgendwo stehen bleiben und nicht immer durch die Gegend fahren, weil das bringt ja jetzt nichts, ne? Hier muss er warten, denke ich mal. Dafür müssten wir die Linie hier mal gerade anpassen. Was ist das hier? Hadexen Südostwald Bahnhof. Ne, Linie ändern da. Dann müssen wir da doch 100% machen, oder? Ach, da sind auch zwei noch drauf. Wow. Der fährt gerade. Und der kann dann ins Depot. Also kann auch gleich ausgemustert werden. So. Der fährt zum Depot, das heißt... Verfolgt den mal, damit wir gleich da in der Nähe sind. Und flott. Gut. So, er hat jetzt landwirtschaftliche Güter, ne? Ja. Landwirtschaftliche Güter, also knapp dran vorbei, oder? Ne, L ist... Ja, wo sind denn landwirtschaftliche Güter? Ach so, das heißt, wir müssen hier Flachs oder sowas auswählen, damit wir das Richtige haben. 52 Tonnen. Also kommt der da dran. Und dann kann er wieder starten. Der kann zu. Wir verfolgen den und wir gucken, wo er hinfährt. Der muss ja, ne, hier gleich links abbiegen und da stehen bleiben. Na, er fährt natürlich jetzt nach da hinten. Naja, haben wir geschlafen. So, der hat nix. So, und jetzt wartet er, bis der voll ist. Für die Tierfutterfabrik ist das, glaube ich, ne? Gut. Ach, guck mal, der Öl fährt jetzt hier. Er ist auch voll. Passt. Warum der jetzt hier reinfährt, ist eine Frage, ne? Ich glaube, der muss da gar nicht reinfahren, weil hier braucht keiner Öl. Die Öllinie müssen wir vielleicht mal anpassen dann. Das war bestimmt noch von damals, damit er durch den Bahnhof durchfährt. Weil ich wüsste jetzt nicht, wer hier Öl haben sollte. Ich glaube, der bringt das Öl nur hin und her und jetzt kann er durchfahren, weil wir das ja umgebaut haben. Wieso steht der da jetzt? Wer war das? Ach so, das war der Getreidezug, ne? Ja, passt schon. Den brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt gucken. Aber der lädt. Das ist schon mal gut. So, er fährt jetzt langsamer. Also, den würden wir vielleicht verfolgen. Und dann gucken wir mal. So, der war da leer. Und sollte jetzt hier voll werden, ne? Okay, der wird jetzt noch nicht voll, weil wahrscheinlich bei der Größe... Ah, doch, der lädt, aber er ist nicht orange werdend. Okay. Hätte ich jetzt mit gerechnet, dass der schön orange ist. Einen Waggon nach dem anderen macht er nicht mehr. Ach so, das ist ein anderer Waggon gewesen, ne? Wir haben, ach, das war... Ach, schade, wir haben den umgeändert. Jetzt ist dieser Waggon, zeigt das nicht mehr so schön. Naja, da ist das so. Gut. Den brauchen wir nicht mehr verfolgen. Und ich glaube, der läuft auch. Und der hier, der läuft auch. Haben wir auch richtig gut gemacht. Und da stehen noch drei andere, die jetzt noch gemacht werden müssen. Dann müssen wir mal gucken, was die auf Kerbholz haben hier. Oh, drei Stück von der Sorte. Ja, ich denke mal, da haben wir schon das nächste Ziel. Fahrzeugdetails ausmustern. Und Fahrzeugdetails ist leer ausmustern. So, und den hier schicken wir zum Depot.
Dort ist der, der bleibt noch da. Das kann zu, bei dem passt's ja wohl. Jetzt steht er da irgendwo und wartet auf wen. Okay, jetzt ist er weg. Oh, verfolgen. Und da ist er im Depot. Und dann packen wir den an. Der hat schon die neuen, ne, oder? 52 Tonnen. Ja. Das heißt, auf Länge 15 und starten. Und erledigt. Da kommt er raus. Wir verfolgen den gerade wieder und machen schneller und gucken, dass er da hinten reinpasst. Tut er sowieso. Und statt Dreier haben wir einen langen jetzt. Vielleicht hätte noch ein Waggon hingepasst. Ne, ich glaube nicht. So, der lädt auch nichts und der lädt auch nichts. Aber das ist auch gut so. Dann fahren die auch nicht so durch die Gegend. Obwohl, der lädt ja hier noch, ne? Ja, der hat 754 Tonnen drauf. Gut, dann haben wir das erstmal. Ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.